Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play Super Mario World. Yeah! Ja, jeder kennt's. Eins der beliebtesten Mario-Spiele von früher. Und wir fangen mal an. Ich versuche es 100% zu lösen, also jedes Geheimnis. Ob ich schaffe, weiß ich noch nicht, aber eigentlich wohl. Ja, und währenddessen halt auch schnell spielen. Also schnell durch das Ganze. Wenig Parts. Dann geht's mal los. Ja, hier kann ich rechts starten oder links. Ich starte mal links. Okay, Steuerung eben gucken. Okay, gut. So geht's. Hier ist ein Pilz. Schon mal scheiße. Noch ein Pilz. Ja, das Spiel war auch richtig lang. Hat wohl viele Welten, viele Geheimnisse, viele Level. Vielfalt hoch 3. Oder hoch 10, keine Ahnung. Und hier ist, glaube ich, ein One-Up. Genau. Nein, das war falsch. Aber ich habe ihn trotzdem. Yeah! So, hier was. Pilz. Nein. Und ins Ziel. Und ich behaupte, Leute, dass wir in diesem ganzen Let's Play nicht einmal Game Over gehen werden. Weil das Spiel kann nicht fast blind. Ich habe es auch schon sehr, 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 sehr oft durchgespielt. Es war schon etwas länger her, das letzte Mal, als ich gespielt habe, aber... Ja, meine Erinnerung ist gut. Gut, jetzt haben wir hier ein Switch Palace, wie die schön heißen, Und Münzen, Hier oben lang. So. Haben wir schon 8 Leben. Bam. Jetzt werden halt die gestrichelten gelben Teile zu normalen Blöcken. Ja. So, verteilen. Und speichern natürlich. Yoshi's Island 2. Er spielt es auf Englisch. Er hat er nicht in Deutsch gefunden. Oder habe ich halt nicht in Deutsch. Ja, hier. Ja, das war zum Beispiel jetzt einer von den Switch Palace gemachten Teilen. Und hier ist Yoshi. Ja. Er kann halt schlecken und Sachen aufessen. Er kann aber nicht. Was er nicht kann, ist seine Linksattacke, seine Schwebeattacke. Damit er etwas länger in der Luft bleibt. So wie bei Yoshi's Island oder so. Ja, das kann er hier nicht. Schade eigentlich. Maulwürfe. Kuhampis. Ausgeschissen worden. Und fertig. Wieder 15. Werden wir, glaube ich, 100 haben, kommt ein Bonuslevel. Also insgesamt 100. Jetzt haben wir 30, wie man oben sieht. Ja. Und weiter. Ups. Noch einmal durchrennen. Ja, geht ganz schnell, ist ein leichtes Level. Nein. Jetzt müssen wir eben warten. So. Guck mal, die ganzen Teile hier, wenn ich da gewesen, wenn ich nicht diesen Switch Palace aktiviert hätte. Das wäre dann um einiges schwerer, das Level, ja.
War auch ziemlich leicht zu finden, das Witch Palace, aber bald die anderen muss man richtig herausfinden, wo die sind und ja, Geheimnisse entdecken und so weiter. Und 16 diesmal. Und Yoshi's Island 4. Mit Wasser. Man kann auch schwimmen, so. Ta-ta-da-ta-da. Jetzt geht das nicht mehr. Doch, geht wohl. So. Jö, ich kann vorher spucken, wenn ich die... Wenn ich die roten Koopas fresse. Wenn ich lilane Koopas esse, kann ich fliegen. Habe ich Flügel. Und es gibt noch eine Koopa, da kann ich stampfen. Aber welche Farbe das genau war, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die leuchten, diese bunten. Naja, und wieder geschafft. Bäm. Und beim ersten Schloss. Iggy's Castle. Ja, Yoshis müssen hier leider draußen bleiben. Und jetzt können wir ein bisschen klettern. Kletter-Action. Wow. Und egal, jetzt haben wir Pilz wieder. Unter hier. So. Noch können wir auf dem Boden laufen. Jetzt nicht mehr. Ach, fehl. So. Und Ash. So, das wäre geschafft. Ja, diese Dinger. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hier unter einer Blume, jetzt können wir schießen. Wer kennt's nicht, dass man schießen kann? Bei Mario. Zack, und da ist schon der... Bäh, Gegner, der Endboss. Iggy. Nein. Ja, hauen wir ihn halt hier hin. Na, ihn warten. Bam. Und bam. Weg ist er. So, das war so die erste Welt als Einführung. Richtig leicht. Haben jetzt 11 Leben. Jetzt bombt er erstmal die Castle. Bam! Thank you! Mario has defeated the demented Iggy Koopa. Ja, Mario hat also diesen Iggy in Castle, also in Schloss 1, gekillt. Und hat Yoshis Freund gerettet. Ja. Jetzt muss noch die anderen alle retten. Und Schlösser zerstören. Das sind, glaube ich, 8 Stück oder so. So, jetzt haben wir ein rotes Level. Das heißt, dass es da ein Geheimnis gibt, also 2 Wege zum Ziel. Ja. Ah, hier gibt's Federn. Warte mal, hier gibt's Federn. Ah. Noch nicht. Ah, du nicht, du nicht, du nicht. Da, der hier hat Federn. Komm her, komm her, komm her. Bäm. Ja, jetzt habe ich so einen Umhang, so ein Cape und jetzt kann ich auch fliegen. Nein, Yoshi ist weg. Schön, schön. Nein, nicht schön. Und ich kann in der Luft schweben. Und kann fliegen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Na toll. Spielst du schnell für das Spiel, oder was ist los? Nein. Ey. Nein, ich brauche Yoshi, um das Geheimnis zu machen. Nein, 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 nein. Nein, Yoshi. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Hör auf zu laggen, Mann. Was soll denn das schon wieder? Ach, geht doch. Ich will ich haben. Yoshi brauche ich auch. Damit ich das Secret machen kann, wie gesagt. Nein. Das ist
denn mit mir los? Jetzt. Genau, und dass ich hier hoch kann. So. Für wen es zu schnell war. Der spult einfach zurück. Aber ich glaube, das weiß jeder, dass man einfach so da hoch kann. Ja, das kann ich im Wasser. Aber ich mache das Level nochmal. Um halt den normalen. Das normale Ziel zu machen. Weil ich will ja alles 100% fertig haben. Die ganze Karte aufdecken. Und ja. Da muss ich halt mehrmals ein Level machen. Ups. Nein, komm her. Ah, dann nicht. Dann kommst du halt her. Ach so, geht fliegen, genau. Das war lustig, nein. Nein, keine Zahl hat er erreicht, aber egal. Bäm. So, jetzt geht's nach links offen. Das ist schon wieder ein Mehrfach-Ziel-Level. Genauso wie das Ding. Ja Leute, weiter geht's im nächsten Part. Ich freue mich. Tschüss.